Lohnt sich ein Eigenheim? In diesem Video werden wir detailliert und endlich die Frage klären, lohnt sich für dich eher das Mieten oder der Erwerb, die Anschaffung eines Eigenheims? Und du wirst staunen, auf wie vielen intelligenten Ebenen man sich einem speziellen Thema annähern kann. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich in schwere Entscheidungen und einfache Entscheidungen. Einfache Entscheidungen sind Entscheidungen, die für dich völlig klar sind. Ein Beispiel: Du möchtest gern Eis essen und deine Lieblingseisdiele hat für den Tag, an dem du ein Eis essen willst, die Preise auch noch um 50% als Sonderaktion reduziert. Was wirst du also tun? Diese Entscheidung ist einfach. Du wirst loslaufen und dir deinen Traum-Eisbecher zusammenstellen. Aber auch wenn die Eisdiele sich entscheidet, ihre Pforten zu schließen und zum Beispiel ihre Eisdiele nach Monaco zu verlegen, und jetzt musst du auf einmal für eine Eiskugel 10 Euro zahlen und du müsstest extra nach Monaco fahren, dann wäre im Prinzip die Entscheidung, ob es heute in deiner Lieblings-Eisdiele Eis gibt, sehr einfach. Du würdest dich dagegen entscheiden. Wenn aber nun das Eis auf einmal 20% mehr kostet, die Kugel, oder die Eisdiele vielleicht nur 5 Kilometer weiter sich von deinem Wohnort entfernen würde, dann müsstest du grübeln und die Entscheidung würde dir gar nicht mehr so einfach fallen. Und deswegen ist auch wichtig, immer den Kern der Idee der Entscheidung zu verstehen. Es gibt leichte Entscheidungen, das sind die, die so einfach sind, klar, logisch, oder so kompliziert sind, dass wir sagen, nee. Aber es gibt halt auch die Entscheidungen dazwischen, wo man ein bisschen nachdenken muss. Und genau dieses gemeinschaftliche Nachdenken werde ich dir jetzt in diesem Video abnehmen und werde dir eine ganz klare Strategie aufzeigen, anhand dessen du erkennst, macht es Sinn, in ein Eigenheim zu investieren oder auch nicht. Deswegen lohnt es sich für dich enorm, bis zum Ende dieses Videos dran zu bleiben, denn hier wird es richtig coole Insights geben und Erkenntnisse geben, die sich für dich als Investor lohnen aufzunehmen ins eigene Repertoire. Was ist denn überhaupt ein Eigenheim? Im Prinzip ist ein Eigenheim ein Einfamilienhaus. 2018 besaßen laut Statistischem Bundesamt 30,7% der Haushalte in Deutschland ein Einfamilienhaus. Die Entwicklung des Einfamilienhauses hat aber oder ist eigentlich noch eine relativ junge Entwicklung. Vor der industriellen Revolution lebten die Menschen in der Regel auf Gehöfte oder in sogenannten Bauernhäusern. Hier lebte die ganze Familie zusammen und oft wurden auch die Angestellten des familiären Hofes mit in die Familie integriert. Wohnen und arbeiten fand im Prinzip unter einem Dach stand. Danach oder im weiteren Zuge der Entwicklung hat sich das sogenannte Bürgertum herauskristallisiert. Hier entstanden dann auch die Kulturen einzelner Villen oder sogenannter Bürgerhäuser und im Zuge der weiteren Entwicklung auch im Sinne oder der Idee der Arbeitsteilung bestand oder entwickelte sich so langsam die Idee, dass im Prinzip eine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit stattfand und der private Bereich oder auch das Eigenheim eine Art Stätte der Ruhe und Besinnung rein für die typische deutsche Kleinfamilie sein sollte. Und mit dieser Entwicklung begann es, dass das Einfamilienheim oder das Eigenheim immer mehr an Wert zunahm und auch Ausdruck war von, ich sag mal so, von Bürgertum, von Gutbürgertum, dass man eben in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aktuell erleben wir einen gegenteiligen Trend, dass aufgrund der Reduktion der Kaufkraft der Löhne, natürlich dadurch, dass der Staat immer mehr Steuern und Sozialabgaben an sich ranzieht, immer mehr neue Aufgaben im Prinzip sich sucht, so dass ein Verteilungskampf im Prinzip entsteht zwischen dem Bürger und dem Staat und den Funktionen des Staates und der EU als weitere Verwaltungs
Ebene. So im Prinzip wurde in den letzten Jahren dem Bürger immer mehr Geld entzogen, seine Kaufkraft sank, auch im Bereich der technischen Disruption, sodass das Eigenheim heute für viele eher ein Traum ist, den sie sich gar nicht mehr leisten können. Oder und das Spektrum des Eigenheimes wurde erweitert, nämlich um eine 2- oder 3- oder 4-Zimmerwohnung. Denn auch die Familiengröße in Deutschland nimmt natürlich zunehmend ab. Das heißt, Familien werden immer kleiner. Entsprechend hat man den Begriff des Eigenheimes auch auf die eigens besitzende 2- oder 3- oder 4-Zimmerwohnung ausgeweitet. Wenn wir also vom Eigenheim reden, reden wir eigentlich vom Einfamilienhaus und als erweiterte Definition heutzutage auch über die 2-, 3- oder 4-Zimmerwohnung, die im Besitz des Nutzers ist. Wenn wir uns über die Anschaffung eines Eigenheims Gedanken machen, dann sollten wir uns im ersten Schritt mal über unsere eigene Motivlage klar werden. Also uns selber die Frage stellen, was bewegt uns eigentlich dazu, ein Eigenheim erwerben zu wollen? Für viele ist das Eigenheim ein Teil der eigenen Identität. Für andere wiederum auch vielleicht ein Traum, der ihnen von ihren eigenen Eltern weitergegeben worden ist. Und es ist vielleicht gar nicht dein Traum. Für viele bedeutet es auch ein Zeichen von Wohlstand, ein Zeichen von Prestige. Das heißt, das Erste, was du für dich auch mal klären solltest, ist, warum willst du eigentlich ein Eigenheim und damit eines der größten Konsumgüter anschaffen, die du wahrscheinlich jemals in deinem Leben anschaffen wirst? Denn für viele ist das die größte erste riesige eigene Investitionsentscheidung in ihrem eigenen Leben für ein Konsumgut. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, auch ehrlich zu sich selbst seiend, die eigene Motivlage zu klären. Schön finde ich dazu auch immer unterstützend die Bedürfnispyramide von Maslow, die halte ich dir mal hier ins Bild, weil hier siehst du quasi ganz deutlich, welche verschiedenen Perspektiven es gibt. Ist Wohnen für dich eigentlich nur ein Grund- oder Existenzbedürfnis und hat im Prinzip nichts mit deiner eigenen Identität zu tun? Oder ist Wohnen für dich ein Ausdruck der Sicherheit? Du möchtest Your Home is a Castle als eigene Sicherheitsstätte. Oder gibt es für dich hier vielleicht ein Sozialbedürfnis? Das heißt, mit dem Erwerb eines Eigenheimes gehört man ja auch zu einer bestimmten sozialen Gruppierung und man kann sich mit anderen dann austauschen, welchen Balkonbelag sie jetzt für ihren eigenen Balkon erworben haben oder was sie jetzt mit ihrem Garten machen. Das heißt, man gehört automatisch zu einer erweiterten Community, nämlich der Community der Eigenheimbesitzer. Oder geht es um dich? Für dich um Punkte wie Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt, du möchtest gerne mit deinem Eigenheim zum Ausdruck bringen, dass du in diesem Ding etwas geschafft hast, dass du zu etwas gekommen bist. Oder geht es für dich um das Thema Selbstverwirklichung, dass du dir zum Beispiel ein altes Bauernhaus umbauen willst oder eine alte Mühle. Oder für dich ist Wohnen nur dann richtig, wenn du in einer kanadischen Blockhütte lebst. Das heißt, ist es Teil deiner eigenen Selbstverwirklichung. Entsprechend ist es unheimlich wichtig, sich selbst zu hinterfragen, wo genau stehe ich eigentlich, warum, mit welchem Motiv möchte ich mir eigentlich dieses Eigenheim leisten, denn es ist natürlich eine Gefahr da drin, dass du vielleicht mit einem falschen Motiv oder dem Motiv eines anderen dich in diese Investition stürzt und es hinterher vielleicht bereust. Denn so eine Investition nimmt natürlich einen großen Anteil an deinem monatlichen frei verfügbaren Cashflow ein. Entsprechend sollte man sich sauber und genau bewusst werden, mit welcher Motivlage man in das eigene Eigenheim investiert. Basierend auf diesen verschiedenen Motiven habe ich 4 Typen herauskristallisiert. Und im ersten Schritt solltest du dir überlegen, zu welchen von diesen 4 Typen gehörst du eigentlich. Typ 1, den habe ich genannt Max Rentabel. Er ist zu 100% ein Investor und Spekulant, es geht ihm primär um Rendite, dass sich selbst zur Verwirklichung in einem Eigenheim spielt überhaupt keine Rolle.
Dieser Max Rentabel wird versuchen, das Eigenheim für sich maximal zur Rendite und Gewinnerzielung nutzbar machen. Und in welchem Weg könnte er das machen? Max Rentabel weiß, dass wenn er selber ein Eigenheim bewohnt und das mehr als 2 Jahre, dann kann er es nach 2 Jahre und einem angebrochenen Jahr wieder steuerfrei am Markt verkaufen. Das heißt, dieser Max Rentabel wird schauen, dass er vielleicht ein runtergekommeneres Eigenheim findet, wo er durch Eigenleistung und indem er quasi ja durch Eigenleistung, aber sich auch Leistung zukauft, versucht innerhalb dieser 2 Jahre so schnell wie möglich den Wert dieses Eigenheimes maximal zu erhöhen. In dieser Zeit spart Max Rentabel aber auch seine eigene Miete, indem er sich nicht so schade ist, auch diese 2 Jahre auf der Baustelle selber zu wohnen, selbst mit anzupacken und zu versuchen, mit minimalem Aufwand, mit minimalem Einsatz eine maximale Wertsteigerung seines Eigenheimes zu erzeugen. Also, Max spart sich die Miete. Er baut selber aus oder nimmt sich Hilfe dazu und schafft so in kürzester Zeit steuerfreie Werte. Entscheidung ist im Prinzip bei sowas leicht. Es ist ein grundsätzliches Thema des Einkaufes. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein erweiterter Fix-and-Flip-Deal. Aber man umgeht im Prinzip die Spekulationssteuer, indem man suggeriert oder im Prinzip darlegt, dass man hier selber drin gewohnt hat, also auch das Objekt selber genutzt hat, ist im Prinzip so wie, man kauft sich ein eigenes Auto günstig und vertickert das halt nach einem Jahr etwas teurer. Den Gewinn kann man eigentlich auch steuerfrei mitnehmen und genauso geht das Ganze natürlich als Eigenheimnutzer und das ist natürlich das Modell für alle Menschen, die wie Max rentabel denken. Zweiter Kandidat ist, du betrachtest ein Eigenheim rein aus Sicht eines Konsumenten, also rein wie ein Konsumgut, du möchtest maximalen Wohnnutzen. Für dich ist es auch in der Regel identitätsbestimmend, in einem Eigenheim zu wohnen. Du siehst dich selber so, wie du auch wohnst, deswegen ist es identitätsbestimmend. Es geht darum, also Fokus 100% deine Wohnträume zu verwirklichen. Es ist eine bestimmte Form des Lifestyles. Es hat was mit Prestige und Image für dich zu tun. Zugehörig möchtest du sein zur Gruppe der Eigenheimbesitzer. Ähnlich so, wie wenn Menschen sich einen Lamborghini kaufen, dass sie damit das Gefühl haben, sie gehören zur Gruppe der Supersportlerbesitzer. Das ist ja auch eine eigene Community mit einem eigenen Mindset und so möchte der Konsument, also der typische Eigenheimnutzer, eben auch zu dieser Gruppe gehören. Es ist in Vogue auch über seine Immobilie und dessen Nutzen sich mit Freunden auszutauschen. Es geht um den traditionellen Wohntraum, Haus mit Garten als höchste Form des wohlstandsdefinierten Bürgertums. Es ist Ausdruck von Wohlstand und Reichtum, es geschafft zu haben. Oft geht es auch um die Übernahme eines elterlichen Hauses oder Hofes und um die Pflege von Familientraditionen. Vielleicht ist es sogar dein eigenes Elternheim gewesen. Immobilie wird also rein als Konsumgut gesehen, was man haben möchte. Es ist Teil der Identität und definiert den Wunsch nach Zugehörigkeit, Anerkennung und Eintritt, also durch den Erwerb in eine bestimmte Art von Community gehört man dazu, man kann sich austauschen, man hat wieder etwas, über reden kann. Hier geht es überhaupt nicht um Zahlen. Die Zahlen werden in der Regel komplett ausgeblendet mit allen negativen möglichen Konsequenzen. Hier ist auch jede Diskussion verloren und zwar Zeitverschwendung, wenn sich quasi Max Rentabel versucht, mit, ich sag mal so, Dieter Konsum zu unterhalten über den Sinn eines Eigenheimes. Hier reden Mars und Jupiter miteinander. Sondern im Prinzip geht es nur um die einzige Frage, was kostet mich das Eigenheim, kann ich es mir leisten und geht es irgendwie, dass ich mir auch noch zusätzlich die monatlichen Raten für diesen Eigenheimtraum leisten kann, unabhängig davon oft, welche finanzielle Konsequenzen das in anderen Bereichen hat. Also kann im Prinzip sein, du wohnst in einem Traum-Eigenheim, aber du kannst hinterher keine tolle Urlaube mehr machen. Aber in der Regel sind den Leuten das auch wirklich egal. Die definieren sich
über das Eigenheim. Und wenn du diese Art von Kandidat bist, dann ist das Eigenheim auch wirklich das Beste, was du dir antun kannst, denn es erhöht im Prinzip deinen Lebensstandard und ist genau das, was du willst. Als drittes gibt es die Gruppe der Frugalisten, also Menschen, die im Prinzip nichts ausgeben wollen. Die identifizieren sich, selbst definieren sich über einen sehr schlanken Lebensstil. Sie verdienen oft sehr gutes Geld, aber ihnen geht Freizeit, Eigengestaltung über alles, Selbstbestimmung über alles. Ein Frugalist ist der ideale Kandidat, zum Beispiel als Mitbewohner einer WG oder vielleicht als ist das der sich ein Tiny House sehr gut vorstellen kann, um im Prinzip für kleinstmöglichstes Geld Wohnen möglich zu machen. Wenn du also zu der Thematik der Frugalisten gehörst und bist Mr. Frugal, dann ist ein Eigenheim sicherlich für dich nicht die richtigste Form des Wohnens. Und dann gibt es natürlich noch den Kandidaten D. Das ist unser Max Günstig oder Max Optimum. Und da geht es darum, Wohnen zu bekommen, günstiges Wohnen mit hohem Komfort. In diese Gruppe würde ich mich auch selber mit zusortieren. Diese Zielgruppe stellt sich eher die Frage, wie man maximales Vermögen aufbauen kann unter den Gesichtspunkten auch des Wohnens. Das heißt, auch Wohnen wird in diesen Gedankengang mit integriert. Und dieser stellt sich natürlich die Frage, und nur dieser stellt sich eigentlich die Frage, ist Mieten einer Wohnung oder der Kauf eines Eigenheims eigentlich, oder was von beiden ist eigentlich die bessere Entscheidung? Und diese Entscheidung und die Umsetzung dazu ist, wie ich am Anfang über Entscheidungen gesprochen habe, keine leichte Entscheidung. Und deswegen müssen wir einiges an Zahlen zu Rate ziehen, um hier eine konkrete Aussage treffen zu können, was eigentlich besser ist, Miete oder Kauf. Neben der Entscheidung Miete oder Kauf gibt es für Mr. Optimum noch den wirklich wahren Königsweg. Und den werde ich euch am Ende dieses Videos verraten. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Zahlenmaterial und treffen die Entscheidung. Und zwar geprüft, nachweislich. Was ist denn jetzt besser für uns? Kauf oder Miete? Los geht's. Dazu habe ich hier eine Beispielimmobilie aufgerufen, eine Dreizimmerwohnung in Nürnberg, 75 Quadratmeter. Und wenn du wissen willst, ob auf Heller und Pfennig sich das Investieren oder der Konsum eines Eigenheimes lohnt, dann solltest du es mir gleich tun. Unterschieden habe ich hier weiter in Bestandsimmobilie oder Eigenheim letztendlich, Neubau. Und hier habe ich mal angenommen, einen Kaufpreis für die 75 Quadratmeter Wohnung von 3.500 Euro, alternativ Neubau. Hier sieht man noch hinterlegt, habe ich Neubau in Nürnberg, ist so zwischen 5,5 und 6,5 zu haben. Ich habe mich jetzt hier mal auf den Mittelweg fokussiert, also auf 6.000 Euro und habe dann die 75 Quadratmeter einmal mit 6.000 multipliziert und einmal mit 3,5 und kam entsprechend auf diese Anschaffungspreise. Dann habe ich hier noch die Erwerbsnebenkosten dazu gerechnet. Einmal den Notar mit 2%, dann die Maklerkosten beim Neubau habe ich jetzt auf den Makler verzichtet. Dann die Grunderwerbsteuer hier bei uns in Bayern von 3,5%. Und ja, es ist natürlich klar, wie hoch die Grunderwerbsteuer ist in einem Land, sorgt natürlich für die Attraktivität der Immobilie. Gerade für das Eigenheim ist natürlich was anderes, ob du jetzt 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen musst oder 3,5% wie bei uns hier in Bayern. Ja, mit Nebenkosten komme ich einmal bei der Bestandsimmobilie auf einen Preis von 283.185 Euro. Beim Eigenheim komme ich auf einen Preis von 474.750 Euro. Jetzt habe ich in beiden Fällen angenommen, 20% vom Anschaffungspreis, also inklusive Nebenkosten, zu finanzieren. Das war einmal bei der Bestandsimmobilie, kam ich dann auf 56.000 und bei dem Neubau kam ich dann auf roundabout 95.000. Ja, Fremdkapitalkosten sind dann hier einmal 226.548 und beim Neubau knapp 380.000 Euro. Beim Kredit habe ich jetzt hier angenommen 3% Tilgung. Das macht dann 29 Jahre und einen Monat. Und beim Zins habe ich 1% angenommen. Mein Eigenheim lässt sich gut und günstig finanzieren. Man hat ja auch kein kalkulatorisches Ausfallrisiko. Von daher eine
Wunderbare Geschichte. Dann komme ich hier auf eine Jahresrate einmal von 9.061. Wir brauchen ja die Monatsrate. Komme ich auf 755 Euro. Umbau, Neubau entsprechend höher natürlich auf 1.266 Euro. Dann die Betriebskosten habe ich 2,67 Euro pro Quadratmeter genommen und habe das dann mit der Fläche letztendlich multipliziert. Hausverwalterkosten habe ich 23 Euro netto plus Mehrwertsteuer jeweils genommen. Dann Kontoführungsgebühren, WEG, auch für den Haus Verwalter sind natürlich auch bei beiden gleich. Instandhaltungsrücklage habe ich nach der Petersen Formel berechnet, plus Schönheitsreparaturen, bin dann auf 3,25 Euro pro Quadratmeter gekommen. Und so komme ich hier einmal beim Erwerb des Bestands, der Bestandsimmobilie in Höhe von 75 Quadratmeter auf eine Miete von 1.234,95 warm. Was fehlt, ist noch Strom, GEZ und Internet. Und beim Neubau entsprechend auf 1.745,79 Euro. Ich denke, das ist plausibel. 29 Jahre finanzieren, das reicht. Dann habe ich natürlich mal mit Miete verglichen. Für einen soliden Bestand bekommt man hier in Nürnberg, muss man Miete zahlen, so ja, zwischen 9 und 11 Euro. Jetzt bin ich hier mal bei 10 verblieben. Da kommen für mich als Mieter ja nur noch die Betriebskosten dazu. Und damit komme ich auf 957 Euro für die 75 Quadratmeter Wohnung. Oder wenn ich es schick will im Neubau, bin ich jetzt hier mal von 14 Euro der Quadratmeter ausgegangen für 1050 Euro, auch hier die Betriebskosten. Und dann komme ich auf eine monatliche Miete von 1257 Euro, was der Mieter zu zahlen hätte. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Differenz betrachte, sehe ich, als Eigenheimkäufer muss ich 1200 bezahlen, als klassischer Mieter nur 957. Daraus ergibt sich eine Differenz von 277,95 Euro. Und wenn ich im Prinzip also zum Vorteil für den Mieter jetzt heute aus der Liquiditätsbetrachtung und wenn ich die schönere Wohnung nehme und miete sie statt zu kaufen, komme ich sogar auf einen Vorteil von fast 500 Euro. Also, ich kann sagen, obwohl ich 20% Eigenkapital eingesetzt habe und damit zwischen 50 und fast 100.000 Euro eingesetzt habe und verloren habe, komme ich trotzdem in dieser Konstellation beim Mieten einer Wohnung in Nürnberg, Stand heute Liquidität, günstiger, wenn ich mir nur die Liquidität anschaue. Natürlich habe ich auch eine höhere Flexibilität als Mieter, weil wenn mir die Wohnung nicht mehr gefällt oder die Nachbarn mag ich nicht, dann kann ich einfach umziehen, was natürlich total praktisch ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal vergleiche die Abzahldauer ohne Alternativen, das heißt, wenn ich 29 Jahre jetzt als Mieter wohne und ich gehe mal davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist, dann hätte ich natürlich einmal einen Eigenkapitalverlust beim Bestand von 56.637 Euro. Aber wenn ich noch die Differenz pro Monat auf die 29 Jahre aufmultipliziere, komme ich dann in Summe auf 153.000 Euro Vorteil, den ich als Mieter habe im Verhältnis zum Käufer. Und auf der anderen Seite beim Neubau komme ich sogar auf eine Ersparnis von 265.000 Euro. Aber als Mieter habe ich im Prinzip nichts außer diese genannte Ersparnis im Verhältnis zum Kauf. Wenn ich sage, okay, ich betrachte, nach 29 Jahren fällt im Prinzip die Kreditrate weg, dann wird es natürlich interessanter. Dann kostet im Prinzip, weil nach 29 Jahren habe ich ja auch keinen Neubau mehr, sondern dann wohne ich im Bestand. Im Bestandsbau, dann habe ich ungefähr bei beiden Wohnungen die gleichen Kosten, die Betriebskosten, also die Kosten, die nicht umlagefähig sind, von 479,79 Euro. Und der Mieter hat natürlich noch die gleichen Kosten wie vorher. Ich habe hier auch die Miete gleichgezogen, weil im Prinzip wohne ich ja nicht mehr in einem Neubau. Aber dadurch, dass ich beide Häuser gut instand gehalten habe, würde ich persönlich sagen, sind die wahrscheinlich nach 29 Jahren mietidentisch. Das heißt, hier hat natürlich nach 29 Jahren dann der Eigentümer einen monatlichen Vorteil von 477,21 Euro. Hier habe ich aber nicht dabei berücksichtigt, dass es eventuelle Mieterhöhungen gibt. Ich habe aber auch nicht berücksichtigt, ob vielleicht in Zukunft irgendwelche Repressalien seitens des Staates kommen. Das ist ja zu erwarten von unserer neuen, vielleicht grün-schwarzen oder grün-rot-roten Regierung. Ist aber nicht berücksichtigt jetzt erstmal in dieser Basiskalkulation. Ich kann einfach nur sagen, wenn ich betrachte, was auf dem Teller liegt,
dann ist das im Prinzip die Ist-Situation. Wenn ich nun sage, so ein Investment oder eigentlich ist ein Eigenheim auch ein Investment und entsprechend nehme ich die komplette Tilgung mal raus, weil mit der Tilgung und auch mit den Anschaffungskosten, also mit dem Eigenkapitalanteil, erwerbe ich ja eine Immobilie, die im Prinzip hinterher noch genauso da ist wie vorher. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal von einer anderen Warte angehen, nämlich von der Warte des Investors. Wenn ich jetzt also sage Miete versus Kauf und ich nehme quasi mal die Tilgung raus, dann sieht natürlich die Reise ganz anders aus. Da ist dann die Miete 957 Euro. Jetzt nehme ich die Tilgung raus, habe nur noch den Zins drin. Dann wird auf einmal Mieten teurer als im Prinzip kaufen. Dann habe ich nämlich einen Vorteil beim Kauf von 477,21 Euro und beim Neubau von 460,71 Euro. Damit wäre ein monatliches Invest möglich, wenn ich es gerade vergleiche, für den Bestandskäufer, der tilgt ja 566,37 Euro, also er investiert neben der Miete 566 Euro und im Neubau investiert er fast 1000 Euro neben der Miete, die halt nur den Mietzins vergleicht und nicht die Tilgung. Aber das ist natürlich noch nicht die ganze Wahrheit. Wenn man jetzt sagt, der Eigenheimbesitzer investiert ein Erstinvestment, also ein Eigenkapitalanteil von 20%. Zusätzlich investiert er 29 Jahre und einen Monat im Prinzip monatlich 566,37 Euro oder fast 1000 Euro. Dann könnte ich natürlich auch hergehen und fragen, lohnt sich denn erstmal nur dieses Investment? Und die erste Frage, die ich mir natürlich stellen muss, was sind denn die Einflussfaktoren? Erstmal natürlich die Wertsteigerung des Investments und das ist natürlich ganz klar abhängig, wo ich investiere. Investiere ich in einem Abwanderungsbereich, wo quasi jedes Jahr Menschen abwandern oder habe ich eine konstante Regionsgröße oder wächst im Prinzip die Region oder wächst die Region krass? Und letztendlich das macht natürlich einen wesentlichen Unterschied, wo ich investiere, ob mein Investment Sinn macht oder nicht. Zweitens natürlich auch ausgefallene Mietsteigerungen. Wenn ich Mietsteigerungen im Prinzip mit berücksichtige, die Mietsteigerung der Vergangenheit lag bei 2,3% im Mittel. Hierzu nochmal eine Einblendung. Auch die Wertsteigerung, dazu habe ich auch nochmal eine schicke Excel-Liste beziehungsweise eine schicke Auszug für euch, den ihr euch anschauen könnt, nur damit ihr seht, dass ich mir diese Preise quasi nicht aus den Fingern gezogen habe. Und auch hier bei der Mietsteigerung liegt es natürlich ganz stark, aber kommt es ganz stark darauf an, wo ich investiert habe. Habe ich in eine Region investiert mit Abwanderung, dann wird es natürlich entsprechend schwieriger sein, einen Mieter zu finden. Vielleicht habe ich sogar mal Leerstand oder brauche hohe Investitionsaufwendungen. Oder investiere ich in eine Region, die quasi sich seitwärts entwickelt oder habe ich hier wieder normalen Wachstum oder krassen Wachstum. Und dann habe ich natürlich noch eine Steigerung der Instandhaltungskosten. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, hier von 5% pro Jahr, aber natürlich nur im Prinzip bezogen auf die Instandhaltungsrücklage. So, wenn ich diese Faktoren einfach mal gegenüberstelle und sage Abwanderungsregion, konstant wachsende Region, also nicht mehr wachsende Region, normaler Wachstum und krasser Wachstum, dann komme ich im Prinzip auf bestimmte Faktoren. Einmal auf einen Zinssatz von minus 3,04 als Renditeerwartung. Bei konstant komme ich quasi fast auf Null, dann bei normalem Wachstum auf 2,96% und bei krassem Wachstum auf 5,96%. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, okay, in was für eine Region investiere ich? Ich investiere ja in Nürnberg. Nürnberg, würde ich sagen, liegt zwischen konstanten und normalem Wachstum. Jetzt kann ich mir mal die Objektwerte anschauen im Zeitpunkt der Anschaffung, dann natürlich ohne die Nebenkosten rein den Objektwert, einmal die 262.500, beim Neubau die 450.000 und ja, wenn ich den jetzt quasi einen Zinsfaktor gegenübersetze, einmal quasi für schrumpfende Regionen, also minus 3,04, komme ich nach 29 Jahren auf einen Wert von 107.000.
bei Seitwärtstrend von 260.000, bei gutem Wachstum von 611.000 und bei krassem Wachstum von 1,4 Millionen. Beim Neubau habe ich das natürlich auch prozentual berücksichtigt, aber man muss ganz klar sagen, aus dem Neubau wird ja dann Bestandsbau oder irgendwann auch mal Altbau. Und deswegen habe ich nicht den reinen Zinsfaktor genommen, sondern ich habe dann einen Mittelwert gewählt aus im Prinzip Wert des Bestandsbaus und Wert des Neubaus. Habe also diese beiden Werte addiert und durch zwei geteilt, um hier einfach einen realistischeren Wert im Prinzip zu ermitteln. Das sind hier dann die roten Werte. Ganz klar muss ich sagen, beim Thema Altersabschlag, und es gibt immer einen Altersabschlag, umso älter eine Immobilie wird, das ist ja auch ganz klar. Der Altersabschlag ermittelt sich im Prinzip aus noch Gesamtnutzungsdauer eines Objektes oder aus dem Verhältnis zwischen Restnutzungsdauer und Gesamtnutzungsdauer. Aber theoretisch kann man die Restnutzungsdauer eines Objektes in die Unendlichkeit schieben, indem man natürlich immer ordentlich pflegt, instand setzt, instand hält, das Ding renoviert. Ich meine, es gibt ja viele Häuser, die 200, 300, 400 Jahre alt sind. Kein Problem, wenn man die im Prinzip sauber pflegt. Natürlich ist es dann so, ich gehe von der Annahme aus, dass die beiden Objekte sich dann im Wert annähern werden, unter der Prämisse oder Beschaffenheit, dass beide vielleicht einen Balkon haben, einen Aufzug haben, einen Stellplatz haben und in einer ähnlichen Lage sind. Dann müssten sich auch die Preise im Prinzip annähern und für uns als Investor nochmal ein ganz wichtiges Indiz, eher vielleicht Bestandsbau zu kaufen oder auch als Eigenheimnutzer und nicht Neubau. Da ist das im Prinzip wie beim Neuwagen. Du fährst vom Autohändler, vom Hof und hast im Prinzip schon 25% verloren und genauso läuft das im Prinzip auch, jetzt nicht in der ersten Minute, aber beim Neubau. Dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt vergleichen und setzen die verschiedenen Prozentsätze an, hier habe ich das mal gemacht, bei normalem Wachstum käme dann nach 29 Jahren im Prinzip raus 611.000 Euro, was das Objekt wert wäre. Damit hätte ich einen Ertrag von 328.000 oder auch beim Neubau hätte ich dann einen Ertrag von 355.000. Und auch hier sieht man, dass der Faktor von Ertrag zu Investment beim Bestandsbau viel besser ist als das Verhältnis vom Ertrag zum Neubaupreis. Also auch nochmal ein wichtiges Indiz. Ich habe ja auch nochmal simuliert, das ist ja mal durchgestrichen, was wäre, wenn Nürnberg kein normalen Wachstum hätte, sondern krassen Wachstum. Bei krassen Wachstum müsste ich natürlich auch die Wohnungspreise anpassen. Das gleiche im Prinzip auch bei schwachem Wachstum. Aber hier sieht man schon, dass hier dann noch negative Erträge zu erwirtschaften sind. Deswegen vielleicht auch wirklich als goldene Regel mal durchzukalkulieren. Und man sollte im Prinzip sich kein Eigenheim anschaffen in Regionen, die schrumpfen oder sich auch nur konstant entwickeln. Das ist eigentlich ein Nullsummenspiel, macht wenig Sinn. Sondern wenn man eine Immobilie kauft und ja, wir hatten einen spekulativen Gedanken, also möchte ein Objekt haben, was hinterher mehr wert ist als vorher, dann vielleicht wirklich nur in normalen Wachstumsregionen oder in starken Wachstumsregionen. Wobei gerade bei starken Wachstumsregionen haben wir natürlich dann oft wieder das Problem von Anschaffungspreis und Rendite. Oft gibt es da keinen und deswegen hier auch blau markiert, bin ich natürlich nach wie vor ein extremer Fan von sogenannten Bestandsimmobilien, von B-Lagen, da geht halt im Prinzip was. Das macht Freude. Jetzt wissen wir natürlich, okay, es bleibt was übrig als Eigenheim-Investor, aber wenn ich es jetzt natürlich mit dem Mieter vergleiche, muss der Mieter natürlich auch die Chance haben, eine ähnliche Investmentsumme zu investieren. Und zwar einmal die Investmentsumme, im Prinzip das Eigenkapital, was er sich gespart hat auf der einen Seite und seinen Differenzbetrag zwischen Kosten des Eigenheimes und Kosten der Miete. Und hier sieht man, dass es extrem darauf ankommt, auf die Anlagekompetenz des Mieters. Das heißt, wenn der Mieter es auf dem Sparbuch ablegt und daher kommt natürlich auch oft die Ansage, dass Eigenheim-Investoren oder Käufer besser fahren als Mieter. Ja, tun sie eben dem Fall, wenn der Mieter halt eben gar nichts macht und sein gesamtes Geld verkonsumiert, ist es klar. Aber wenn der Mieter
Mieter über eine gewisse Kompetenz verfügt. Und die Kompetenz muss so weit reichen, dass er im Prinzip in der Lage ist, zwischen 6 und 7% Rendite aus seinen Eigenmitteln zu erzeugen. Dann wird er besser fahren als ein Investor, der in einem Bereich investiert mit normalen Wachstum, wenn er natürlich, ja, die übliche Spanne bei Wertpapierinvestitionen liegt ja zwischen 5 und 7%. Das heißt, man kann hier schon auch generell sagen, dass der durchschnittlich gute Mieter, der gut investiert, wahrscheinlich besser fahren wird als der Eigenheimnutzer. Aber es gibt natürlich auch noch die Königsvariante. Am besten fährt man natürlich, wenn man selber zur Miete wohnt und die gesamten Überschüsse nicht im Aktienmarkt investiert, sondern, und jetzt kommen wir zum Königsweg, man wohnt im Prinzip selber zur Miete und investiert das, was man spart, in eine Immobilie als Kapitalanlage. Dann hat man alle Vorteile auf einer Seite. Hier nochmal eine kurze Einblendung zur Rendite meines letzten Buy-and-Hold-Investments. Hier sieht man ganz deutlich, dass obwohl ich einen sehr hohen Eigenkapitalanteil investiert habe, was ja schlecht ist für eine Rendite, hier schaffe ich eine Rendite zu erzeugen, die weit besser ist als 10%. Wenn ich nur 20 oder 15% Eigenkapital eingesetzt hätte für die Immobilie, dann wäre ich wahrscheinlich locker bei 20-30% Rendite gelandet und damit performe ich jeden Eigenheimnutzer aus. Damit performe ich jeden Mieter am Immobilienmarkt aus. Damit ist es eigentlich der Königsweg des Investments und deswegen biete ich auch Immobilienmentoring an, um genau dir zu zeigen, wie dieser Königsweg im Prinzip funktioniert. Wenn ich jetzt nochmal konkret zusammenfasse, was ist eigentlich besser, Miete oder Kauf, dann kann ich erstens sagen, wenn ich günstig ohne das Thema Investment leben will und will einfach eine so kleine wie mögliche Monatsbelastung haben, dann ist es besser, ich wohne zur Miete. Wenn ich zweitens wissen will, ob ich günstiger fahre, ob Mieten oder Kauf, und ich will nur diese zwei Dimensionen im Prinzip miteinander vergleichen, dann musst du eine Analyse machen im Prinzip von dem Standort, in dem du ein Eigenheim erwerben willst. Schrumpft der Standort oder bewegt sich seitwärts, wirst du wahrscheinlich mit Miete wirklich besser fahren als durch Kauf, denn es ist ja keine Wertsteigerung zu erwarten, eher eine Abnutzung. Und wenn du irgendwo halt zur Miete wohnst, dann muss die Abnutzung im Prinzip der Vermieter zahlen, weil du schuldest ihm ja bei der Rückgabe nur eine Wohnung, die du selbst nicht durch Eingriffe zerstört hast, aber für die Abnutzung, für die gebrauchsübliche, ist der Vermieter zuständig und nicht du als Mieter. Bist du in einer wachsenden Stadt unterwegs, dann kann sich Kauf lohnen. Wenn die Entscheidung ist, nur Kauf oder Miete und du bist vielleicht wirklich ein schlechter Investor, dann lohnt sich für dich das Eigenheim definitiv. Besser ist aber auch generell der Bestandsbau in der Langfristperspektive als der Neubau, weil das Problem ist ja, dass sich Neubau und Bestandsbau mit der Zeit anpassen werden, was die Wertigkeit betrifft. Dann, ja, wenn du als Mieter in der Lage bist, überdurchschnittliche Renditen oder gute, also durchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, dann wirst du als Mieter wahrscheinlich oder ein Großteils eine bessere Rendite erwirtschaften als der Eigenheimnutzer. Aber du musst dich natürlich auch entscheiden, selbst investieren zu wollen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg und der absolute Königsweg, den bin ich ja letztendlich auch gegangen, ist es, erstmal zur Miete zu wohnen, möglichst günstig zur Miete zu wohnen und den Überschuss im Prinzip zu investieren in andere Immobilien als Kapitalanlage, dir hier mit einem positiven Cashflow zu erarbeiten. Und aus dem positiven Cashflow kannst du dir dann, wenn es dir wichtig ist, das Eigenheim deiner Träume leisten oder was immer du möchtest. Ich stelle auch noch eine Musterkalkulation hier zur Verfügung. Wenn du unter das Video gehst und schaust einfach in dem Text, da gibt es einen Link, education-punk.de Tools, da registrierst du dich einfach
Und im Laufe dieser oder Anfang nächster Woche werde ich dann, ich muss das Tool noch mal ein bisschen überarbeiten, weil ich habe das jetzt nur für mich gemacht und die Präsentation und habe sie nicht auf Schönheit und Handling optimiert und auch nicht mit noch ein paar Hinweisen versehen. Das möchte ich gerne tun, damit du den maximalen Nutzen hast. Dann registriere dich doch einfach in der Toolbox und dann wirst du in den nächsten 2 Wochen als Geschenk, also als Freebie, ohne dir was verkaufen zu wollen, um Gottes Willen, diese Vorlage in deiner Mailbox finden und ich bin sicher, sie wird dir gute Dienste leisten. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Bitte abonniere den Kanal. Es lohnt sich speziell für dich. Ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Restwochenende. Lass es dir gut gehen und ich werde jetzt noch mal eine Runde trainieren und was für die Muckis machen. Beste Grüße, schönes Restwochenende, dein Flo.